Mont Blanc 149, das größte Modell aus der Meisterstückserie. Vier Größen gibt es: 100, 142, 144, 146 und dann das größte Modell der 149er. Ich habe schon ein Video gemacht über die Nomenklatur der Mont Blanc Füllhalter, die 2, 4, 6 oder 9 am Ende der Nummer, die bezieht sich auf die Größe der Feder. Also Nummer 9 ist die größte Feder, die Mont Blanc im Angebot hat. Zwischen der 4er, nach der 4er gibt es dann sogar noch eine 4,5. Früher gab es zum Beispiel ein Modell 234. Aber diesmal soll es, wie gesagt, um den 149er gehen. Den gucken wir uns gleich mal aus der Nähe an. Zwischendurch gab es Federn mit 14 Karat, dann mit 18 Karat. Das Material war ursprünglich, als das Modell in Produktion ging, circa 1949-50, waren die ersten Modelle in Zelluloid. Bei dem Bild, was wir gleich sehen, zwei der Meisterstückmodelle, die kleineren, sind aus Zelluloid. Man kann es dann schön sehen, dass der eine Füllhalter ist auch richtig ein bisschen verblichen. Das ist eben typisch für Zelluloid. Die moderneren Füllhalter sind im Spritzguss aus Edelharz, also aus einem Acrylharz gemacht. Das gucken wir uns jetzt gleich mal aus der Nähe an. Mont Blanc Family Style. We have the biggest model, the 149, the 146, the standard model, the 144, and the ladies model, as which is was sold in the 50s and 60s, the 142. This is a nice comparison in size. But by now we will take a look at this 149. On the clip ring on this side you find the serial number, and on this side you find engraved Germany, the Mont Blanc emblem, the clip, and we take a look at the cap ring, which is Mont Blanc Meisterstück number 149, and here it says Pix, which normally was the pen, the lead pencil, which had the name Pix. And we take a look at the nib. These pens tend to have different nibs, different layouts of the nib. Here you can see this is an 18 karat gold nib. It says 4010, the height of the Mont Blanc, the Mont Blanc emblem, 18 karat Mont Blanc, 750 gold, and we let this pen pass by, and let's see how this pen